Der Nikolaus bin ich natürlich nicht. Der wahre Nikolaus war ein Geistlicher aus dem kleinasiatischen Bereich, aus Myra, liegt heute in der Türkei, in der Nähe von Antalya. Und dieser Nikolaus von Myra lebte im 3., 4. Jahrhundert nach Christus und war bekannt für seine Wohltaten, für die Unterstützung von Armen und Unterdrückten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Legenden über diesen Mann, der tatsächlich existiert hat. Heute ist der Nikolaus Nationalheiliger in Russland, wird besonders in Griechenland verehrt und im ganzen christlichen Kulturkreis überall in der Welt ist es der Nikolaus, der an diesem 5., 6. Dezember gefeiert wird. Bei uns ist er sowas wie der Helfer der Eltern in Erziehungsfragen. Einige Wochen vor dem Nikolaustag und dem Nikolausabend werden die Kinder schon immer gemahnt. Seid brav, der Nikolaus kommt bald. Und sonst muss er den Krampus reinlassen, der im Übrigen gar nichts zu tun hat mit dem historischen Nikolaus. Der Krampus stammt aus heidnischer Überlieferung. Jetzt komme ich noch einmal als Nikolaus. Das goldene Buch, das brauche ich heute nicht, denn was ich lobend zu sagen habe, das weiß ich auswendig. Loben muss ich all die Musikerinnen und Musiker, die sich mit ihren Familien so sehr bemüht haben, dass dieser Adventskalender des Mittenwalder Jugendorchesters gelingt. Vielen Dank dafür. Lobend erwähnen muss man all die Unterstützer, die mit praktischer Arbeit, mit finanziellen Mitteln unsere Projekte unterstützen. Herzlichen Dank. Ganz besonders, und da ist der Krampus weit, weit weg, ganz besonders möchte ich die Sissi Gossner loben, die Leiterin des Mittenwalder Jugendorchesters, die mit ihrem Engagement, ihrem Einfallsreichtum, ihrem Schwung so etwas erst möglich macht. So etwas heißt die Existenz des Mittenwalder Jugendorchesters von vornherein und diese besondere Geschichte mit dem Adventskalender 2020 des Mittenwalder Jugendorchesters. Vielen Dank, Sissi.